Die hat jetzt auch 2,50 Euro gekostet. Auch total schön für im Wohnzimmer oder auf dem Balkon. Also wirklich, die haben so, so schöne Sachen da. Hi zusammen und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich war jetzt gerade beim Teddy einkaufen und wir haben so viel für unseren Garten gekauft, dass ich gesagt habe, ich mache daraus einen Haul. In ganz vielen Städten ist aktuell Teddy umgebaut und die haben so eine große Auswahl. Und ja, daher zeige ich euch mal, was ich da so ergattert habe und wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Also, Leute, das ist diese Tüte. Also, ich glaube, eine größere gibt es nicht. Ich sage euch ungefähr die Preise von den Produkten. So, wir beginnen mal mit dem größten Produkt oder Artikel, den ich mir gekauft habe. Und zwar ist es dieses wunderschöne Windlicht, kostet 15 Euro. Und allerdings ohne Kerze, die habe ich mir separat gekauft. Die hat 4 Euro gekostet. Das hat, das seht ihr, glaube ich, jetzt nicht so gut. Aber es hat noch so ein schönes Muster, was man jetzt hier drin jetzt eh nicht so sieht. Aber von der Größe her hat es halt perfekt gepasst. Und ja, das ist das Erste in so einem Holz, in so einer Holzoptik. Und ich finde das total schön auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Dazu habe ich mir noch ein zweites gekauft, aber ein etwas kleineres. Und zwar dieses hier. Und die kommen dann so nebeneinander. Das wird richtig, richtig schön aussehen, glaube ich. Also, weil gerade auch unsere Gartenmöbel und so, es ist viel in Grau gehalten und daher wird das super schön aussehen. Und wenn man dann abends so die Kerzen anmacht und so, total romantisch. Und da habe ich dann halt auch nochmal diese Kerze gekauft für 4 Euro und die kleine hat jetzt 10 Euro gekostet. Dann habe ich mir diese schöne Box gekauft, 2 Stück davon, für mein Make-up. Also ich habe ja hier diese beiden Regale und da sind aktuell noch von der Glossy Box so Kartons drin, wo mein Make-up drin ist. Und hier sieht es einfach total schön und hochwertig aus, finde ich. Und die hat jetzt gekostet 4 Euro eine. Genau, und da werde ich dann meinen Rouge reinpacken und meinen Bronzer und alles. Und werde die so in den Regalen stellen. Was ich auch total schön finde, die ist jetzt ein bisschen von der Kerze, ein bisschen weiß. Die ist da dran gekommen. Muss ich einmal drüber wischen. Woran ich direkt gedacht habe, kennt ihr diese Rosen, die total lange halten? Die sind ja auch in solchen schönen Boxen. Und da könnte man vielleicht auch so Rosen reintun und verschenken. Ne? Wenn man unten dann diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese, die so Wasser auch saugen. Da, die gibt es auch so in so Blumenläden. Die könnte man eigentlich unten reinpacken und dann auch so Rosen reintun. Total die schöne Geschenkidee. Habe ich mir noch diese Kerze geholt für unseren Tisch draußen. Die hat auch 4 Euro gekostet. Da steht auch noch so ein Spruch drauf. Total schön. Ich hatte mir beim Action noch so ein graues Tablett gekauft und da kommt es dann drauf mit noch einer Kerze, verschiedenen Größen. Und ja, freue ich mich schon gleich, das alles zu dekorieren. Und das habe ich auch noch für unseren Tisch als Dekoration mitgenommen. Das ist auch so ein Kerzenständer, so ein Teelichthalter. Aus so Metall, finde ich auch total schön. Das sieht auch total orientalisch aus. Ich mag das, wenn so der Garten so ein bisschen orientalisch angehaucht ist. Die hat jetzt auch 2,50 Euro gekostet. Auch total schön für im Wohnzimmer oder auf dem Balkon. Also wirklich, die haben so, so schöne Sachen da. Dann habe ich mir 4 von diesen kleinen Blumentöpfen geholt. Richtige Bezeichnung ist Pflanzgefäß für 1 Euro. Also total hübsch, weil das ist dann schön einheitlich. Da kommen dann kleine Blümchen rein. Da kann man natürlich auch in der Küche total gut irgendwie Basilikum reinmachen oder Thymian oder Cocktailminze habe ich mir jetzt gekauft. Das kann man natürlich auch total schön dann in der Küche hinstellen. Und für 1 Euro, ey, mega. Also wirklich, wirklich richtig schön. So, und dann hat meine liebe Freundin Fabi Geburtstag. Und da habe ich ihr so eine Schachtel mitgenommen. Die hat jetzt 2 Euro gekostet, weil sie hat sich Geld gewünscht. Ich wollte aber jetzt nicht einfach nur einen Umschlag irgendwie ihr geben. Ich wollte das so ein bisschen schön machen. Da kommen dann noch so Süßigkeiten rein. Und ja, finde ich zum Verschenken total schön. Dann habe ich, habe am Sonntag, das heißt, wenn ihr das Video hier seht, habe ich Geburtstag. Und wir werden wahrscheinlich grillen. Und wir haben auch einige Vegetarier dabei, die halt auch gerne Gemüse essen, so gegrilltes. Und dafür habe ich diese Aluminiumpfannen gekauft. Da
Da kann man dann total easy wirklich verschiedene, ob Paprika, keine Ahnung, Tomaten, Aubergine, alles einfach, alles. Einfach hier drauflegen, Öl drüber, bisschen Thymian oder so Gewürze aus der Provence haben wir da. Und dann kommt das einfach mit auf den Grill und das schmeckt so lecker. Dann habe ich mir hier diesen kleinen süßen Teppich geholt, weil wir haben echt ein sehr, sehr kleines Badezimmer. Und das wollte ich einfach so unterm Klo legen, weil da haben wir ein bisschen mehr Platz. Ja. Und dann werde ich euch noch was richtig, richtig Cooles zeigen, was ich von der Marke Any Brand zugeschickt gekriegt habe fürs Badezimmer. Eine Naturbadematte, die wirklich richtig, richtig gut ist. Also gerade für Leute, so die Katzen haben und so. Aber das werde ich euch noch alles vorstellen. Ja, und der hat 5 Euro gekostet. Dann habe ich diese Solarlichter gekauft. Wie ihr seht, hier oben sind so Solarzellen drin. Und wir haben eine riesengroße Weide bei uns in der im Garten stehen. Und die möchten wir damit behängen. Und davon gab es auch noch so kleinere. Ich habe 3 Stück von den großen und 3 Stück von den kleinen. Die kleinen haben 1,50 Euro gekostet. Und die werde ich so in der Weide hängen, damit das so abends so schön leuchtet. Dann sieht das so aus, als wenn da so ganz viele Glühwürmchen sind. So stelle ich mir das auf jeden Fall gerade vor. Dann habe ich mir noch eine Solarlichterkette geholt. Die finde ich auch immer total schön. Ich habe schon eine auf dem Balkon hängen. Die im Garten, die ist uns leider jetzt über den Winter kaputt gegangen. Aber das war jetzt nicht so schlimm, weil die war jetzt auch nicht so teuer. Die war jetzt auch nicht so teuer. Die kostet auch 5 Euro. Ich hatte vorher eine bunte. Die hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Deswegen habe ich jetzt so welche in so schwarz eher. Und die kommt auch über so... Wir haben da so ein Holzmast stehen und da werde ich das dann so drum wickeln. Und ja, ich finde so Lichter und so machen halt total viel im Garten. Ich mag das total gerne. So, dann hat der Moritz sich noch sowas, so eine Grillbürste mitgenommen. Grillreinigungsbürste für 2 Euro. Und für mich selber habe ich zu meinem 31. Geburtstag so oder so. Ich sehe das gerade spiegelverkehrt. Habe ich mir noch so, ja, das sind so Wunderkerzen in der 3 und in der 1. Das kommt dann auf eine Torte drauf und alle singen Happy Birthday und ich bin happy und zünd dann diese Wunderkerze an für 1,50 Euro jeweils. So, und das war's mit meinem Video. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, mir einen Daumen hoch da lassen würdet und mir mal unten in die Kommentare schreibt, ob ihr auch den neuen Teddy bisher gesehen habt und ob euch der auch viel, viel besser gefällt als vorher. Und ich wünsche euch noch alles Gute und passt auf euch auf, eure Vanessa. Tschüss!